So Leute, Montag, nee, Sonntagmorgen ist es und wir haben das Kraftamant bekommen und wollen dies jetzt einsetzen. So, da müssen wir hin in diese Höhle. Da mal gucken, wie wir da hinkommen. So, und zwar hier einfach rum. Zack. Und ab in die Höhle. So, hier kommen wir nicht ran, wa? Und wir bekommen Bomben. Unsere Bomben auch. Das heißt, wir haben nur 10. Hatte ich nur 10 Bomben. Gucken, was in der Kiste ist. So, ein Gashakern. Okay, gut. Wir haben unsere Bomben zurück. Die brauchen wir jetzt auch gleich. Und zwar, falls ihr euch erinnern könnt, war das jetzt eine Bombe. Geil. Haben wir hier oben eine verschlossene Tür. Oder eine Höhle, verschlossene Höhle, die wir sprengen müssen. Und das tun wir natürlich auch gleich mal. Zack. Und jetzt müssen wir hinein. So, Keule, wer bist du denn? Ja, willkommen beim Wild-Tokai, im lustigen Spielsaal für flinke Tokai. Das ist der heutige Preis. Was ist das denn? Willst du diesen Duftsetzling, dann nimm die Herausforderung der wilden Tokai an. Es kostet 10 Rubine. Na super. Machen wir doch gleich mal. Willst du die Regeln hören? Nein, ich erkläre dir sowieso kurz. Dann geh an den Start. Und zwar kommen jetzt rechts und links Tokais und wir haben in der Mitte immer Fleisch und müssen jeden einzelnen füttern. Ah, ich habe leider den falschen Knopf gerade gedrückt, weil ich immer früher als auf den B-Knopf hatte. Gut, dass ich ihn noch gekriegt habe, weil man darf keinen einzigen auslassen. Nein. Schnell, schnell, schnell. Nein, da war schon einer ausge... Scheiße. Nochmal. Ach, jetzt müssen wir besser machen, ja. Ja, fertig, los. Auf geht's, komm. Scheiß wilden Tokais. So, ist jetzt bald mal um hier. Der rote ist, glaube ich, der letzte. Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht. Scheiße! Nochmal. Schön, die ganze Geld weg, ey. Oh, Kacke. So. Mann, ey, ich raste vielleicht wieder aus hier. Wie kann denn das sein, ey? Scheiß Joypad, ich hasse es langsam, ey. Mann, ey. Los, auf geht's jetzt. Mann. So. So geht das doch alles. Hopp, konzentrieren hier. Und der rote, jetzt kriegst du auch noch was. So, und jetzt hau ab hier. Da hast du noch eine Scheiße, Mann. Mann, exzellent. Glückwunsch, nimm den Preis. Glückwunsch, nimm den Preis. Ja. Du erhältst den Duftsetzling. Vielleicht trägt er später einmal viele Früchte. Leck mich am Arsch, du Wichser, Mann. Mann, ey. So viel Rubine für so einen Scheiß. Gut, wir brauchen jetzt die Feder für die nächste Aktion. Dazu müssen wir erstmal die Schaufel zurücktauschen. Ich habe diese Feder gefunden. Nur für 10 Arcanum-Kenne ist sie dein. Du hast keine Arcanum-Kenne? Dann nehme ich deine Schaufel. Ja,
Ey, der hat mich beklaut, ja, und ich darf ihn nicht töten. Das finde ich sowas von mies. So, hier kommen wir nicht hoch. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Hier über die Löcher rüber. Töten mal diese Bastarde hier. Setzling steht. Der, was hat der da? Unsere Harfe der Zeit. So, wir hier oben. Bom, bom, Herzchen. Und eine Höhle. Dann machen wir erstmal diese Höhle auf hier. Und was ist denn hier drin? Die Flossen. Kommen wir hier durch? Ich glaube nicht. Oder doch? Probieren wir es mal. So, Penner, gib mir meine Flossen zurück. Hey, du bist doch der, gut, dass du da irgendwie bist. Ich dachte, ich sollte das wohl besser zurückgeben. Das hatten wir schon. Da, nimm nur. So, wir haben unsere Flossen. So, und zwar können wir jetzt wieder schwimmen und tauchen. Und da oben können wir leider noch nicht hin, aber das Feld ist interessant, weil wir da untertauchen können später. Gut, wir haben jetzt die Flossen. Bomben kriegen wir auch hier. Hier, glaube ich, konnten wir nichts machen. Hier brauchen wir das Kraftarmband zu, oder? Ich glaube, ja. Das heißt, wir brauchen wieder das Kraftarmband und dann können wir auch in diese Tauchhöhle da hinten rein. Heißt, wir müssen wieder zurücktauschen, aber dafür machen wir erstmal diese Penner fertig hier. Brauchen noch ein paar Rubine. So, was sagt die Zeit? Zeit ist gut. Ja, die Idee finde ich doof, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ja eine Geschmackssache. Dass ich den ganzen Scheiß, den ich mir hart erarbeitet habe, wieder so zurückholen muss, ohne da mal Leute umzubringen vor allem. So, wir haben jetzt das Kraftarmband und vor allem so aufwendig, das heißt wieder hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, finde ich einfach nur zum Kotzen nervig, ja. Gut. Drehen wir uns nicht auf. Können es eh nicht ändern. Komme ich da jetzt überhaupt hin? Ja. Und zwar hier lang. So, und zwar kommen wir jetzt hier oben hin und hier tauchen, dann kommt eine Mario-Sequenz. Wenn man den A-Knopf drückt, kann man schneller tauchen und schwimmen. So, mal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Aha. Und unser Saatbeutel. Ja, gib mir mal schnell zurück hier. Ja, ja, ich sehe mich immer noch um hier. So. So, das heißt, wir können ja jetzt, weil wir jetzt Kerne haben... Scheiße, jetzt muss ich ihn wieder hinschieben, ne? Ja. Können wir unser ganzes Scheißzeug wieder zurücktauschen, was ich ziemlich kacke finde, weil er hat es uns geklaut und ich muss dafür auch noch blechen, ohne ihn einfach zu töten, ja? Ich will einfach nur töten. So.
Duftkerne haben wir noch nicht. Ja, dann hier nimm die Schaufel. Ich hole jetzt erstmal die Feder. Feder ist mir wichtiger als die Schaufel. Wichser. So, was müssen wir jetzt machen? Einen Moment. So. Dann können wir ja jetzt auch, weil wir die Flossen haben, in die andere Höhle rein. Schnell, schnell. Kann ich euch vielleicht verbrennen? Verdient hättet ihr es ja. Oh, ganz großes Kino. Hier, meine ich. Und zwar kommen wir jetzt nämlich zum Eingang. Ein bisschen haben wir ja schon wieder. So, jetzt habe ich die Zeitanzeige nicht mehr im Blick. Einen Moment. So, jetzt. Ich meine, diese verdammten Fenster hier. Aber es ist noch genug Zeit. Oh, sehr klasse. Naja, wollen uns nicht ärgern. Also die ganzen Tokais würde ich am liebsten alle nur killen. So, jetzt sind wir auf der Seite und können hier raus und unsere Harfe der Zeit bekommen. Ja, gib's mir lieber zurück, sonst bist du tot. So. Jetzt haben wir eigentlich alles soweit ganz gut wieder. Kommen wir hier lang? Was ist hier? Ein Strand. Ein Portal. Portal brauchen wir jetzt noch nicht. Dann kann ich hier nicht irgendwo runterspringen, ey. Kacke. Aber ich kann ja hier schwimmen, das geht ja schnell. So, und zwar haben wir einen Setzling gekriegt vorhin. Und den Setzling können wir setzen, haha. Auf jeden Fall gebrauchen. Und zwar reden wir jetzt mal mit diesem Mann hier. Das ist unsere kleine Baumschule. Vor sehr langer Zeit soll hier ein Duftbaum gestanden haben. Wenn ich einen Setzling hätte, würde ich ihn ja einpflanzen. Hey, das ist ja ein Duftsetzling. Los, pflanzen wir ihn ein. Wie? Warum er nicht wächst? Immer mit der Ruhe. Es dauert seine Zeit, bis aus einem Setzling ein Baum wird. Also mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um ihn kümmern. Lass dir Zeit, bis du wieder vorbeischaust. Also richtig viel Zeit. So, jetzt haben wir den eingepflanzt. Der wird in der Zukunft also zum Duftbaum werden mit Duftkernen. Jetzt müssen wir also in die Gegenwart. Reisen. Und zwar können wir das hier. Da ist das Feld. Okay, wir sind in der Gegenwart. Hab ich jetzt vorhin Vergangenheit gesagt? Keine Ahnung. Also hier oben können wir, glaube ich, nicht lang. Ne. Da ist der Duft. Da ist der Baum mit den Duftkernen. Die brauchen wir jetzt auch. Da müssen wir uns einen Weg finden. Was sagst du mir? 1, 2, 3. Ist das schon zu viel? Ne, ist das schon viel? Ich muss nämlich das Zählen lernen. Achso, Trottel. Unter dieser Insel gibt es ein vertracktes Labyrinth. Möglicherweise. Trottel. Ist hier drin? Wieder sind ausgewachsen. Oh, ich sehe, die Zeit ist um. Ich melde mich an dieser Stelle beim nächsten Mal zurück. Also bis dahin, ciao.